Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Die 17. Bundesversammlung liegt hinter uns. Sie war hochspannend und für uns Freie Wähler ganz besonders erfolgreich. Nicht weniger als 58 Stimmen hat die Freie Wähler-Kandidatin Dr. Stefanie Gebauer bei der Bundespräsidentenwahl am Sonntag auf sich vereinen können. Und das, obwohl wir selbst nur 18 Wahlleute aufbieten konnten. 40 Stimmen kamen aus den anderen politischen Lagern. Ich gratuliere Stefanie Gebauer auch von dieser Stelle aus nochmals ganz herzlich zu ihrem großen Erfolg. Ein Erfolg, den wir in dieser Dimension selbst nicht erwartet hatten. Und doch war der eine oder andere Delegierte bereits im Vorfeld der Bundesversammlung auf mich zugekommen, um uns Freien Wähler zu danken. Einfach dafür, dass wir als einzige politische Kraft eine Kandidatin aus dem liberal-bürgerlichen Spektrum aufgestellt hatten. Das waren Wahlleute, die ihre Hand weder für den Kandidaten von links noch von rechts heben wollten. Leute, die mit Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier durchaus zufrieden sind, die sich aber mehr Bürgermeer, mehr Ehrenamt und vor allem mehr Frauen in der Politik wünschen. Mit unserer Kandidatin haben wir auch deutlich gemacht, wie wichtig uns das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Unterstützung der neuen Bundesländer sind. Denn Stefanie Gebauer war am Sonntag die einzige Kandidatin mit Ostbiografie. Und nicht überall in Deutschland konnten gleichwertige Lebensverhältnisse bereits so weit vorangebracht werden wie in Bayern. Als faire Demokraten gratulieren wir selbstverständlich auch dem wiedergewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Wünsche ich viel Kraft und Erfolg für sein verantwortungsvolles Amt. Angesichts der wachsenden Spaltung in der Gesellschaft steht der alte und neue Bundespräsident vor großen Herausforderungen. Er muss sein Amt nun dafür nutzen, die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands wieder zu einen. Corona darf unsere Demokratie nicht endgültig zur Zerreißprobe bringen. Gleichzeitig gibt es neue Bedrohungen aus Russland. Osteuropa droht gar ein Krieg. Auf die russische Provokation müsse man mit Klarheit, mit Abschreckung, mit Entschlossenheit reagieren, sagte Steinmeier dazu. Das hat mir sehr gut gefallen. Doch angesichts der Aggressivität, mit der Russlands Präsident Putin den Westen geradezu herausfordert, hätte ich das so klar und energisch eher vom Bundeskanzler Scholz erwartet. Hoffen wir also, dass die Ampelregierung in Berlin nun endlich Tritt fasst und am Ende nicht wieder der Bundespräsident und ehemaliger Außenminister Steinmeier die Kastanien aus dem Feuer holen muss. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.